Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freistaat TV. Nein, heute haben wir eine Freistaat TV Spezialsendung. Nämlich, wir haben den Hardy Krüger Junior zu Gast. Und was der heute bei uns macht und was er will, das zeigen wir euch jetzt. So, hallo Thomas. Hallo. Hallo. Alles gut. Fangen wir mal so an. Ja. Lisa, hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo Markus. Hallo Thomas. Na? Also, liebe Freistaat TV Freunde, heute TV Spezial. Hardy und Alice Krüger bei uns. Und was muss ich hier sehen? Ein Monster Reisemobil. Ja. Dürfen wir die abnehmen? Die können wir jetzt abnehmen. Die können wir abnehmen. Ein bisschen Abstand. Okay. Ja? Sicherheitsabstand ist gewährt. Genau. Ja, also erstmal vielen Dank. Das ist also mehr als das, was wir eigentlich erwartet haben, was ihr da gemacht habt. Also vielen, vielen Dank. Das ist ein Spielzeug nur für Männer, aber ich darf auch fahren, ich darf auch fahren. Also nein, das ist für uns genau natürlich das, was wir uns vorgestellt haben, weil wir ein neues Format produzieren, das heißt hinter dem Horizont, wo wir eigentlich so den Spirit der Freiheit des freien und Reisenden mit einem Wohnmobil zeigen wollen, und wir möchten Orte zeigen und Menschen vorstellen, die man sonst nicht so kennenlernt. Und das ist ein neues TV-Format, was wir dank dir jetzt auch mit so einem Wahnsinnsteil auch umsetzen können und überall hinkommen. Das ist natürlich großartig. Da bin ich total gespannt, weil es ist ja ein Allradfahrzeug, ne? 4x4 auf Mercedes Sprinter, was der Kollege Markus für uns herausgesucht hat. Aber Markus, sag mal ganz kurz, was für ein Reisemobil ist das? Die Basis ist ein Hümer MLT 580. Das ist ein Fahrzeug mit 6,74 Meter Gesamtlänge, 4,1 Tonnen zulässiger Gesamtmasse, hat die schöne Wandlerautomatik mit 7 Gängen drin und hat einen zuschaltbaren Allrad. Das alles hat uns ja nicht gereicht, sondern wir haben den ja auch noch gepimpt. Wir haben hier einen Allradausrüster in der Nähe, die Firma Delta, und dann haben wir das Fahrzeug auch noch höher legen lassen, haben noch Spurplatten reingemacht, Zusatzscheinwerfer, Frontbügel. Also alles, was halt das Allradhaus begehrt und auch praktikabel ist, sodass man weiterkommt wie andere. Es ist super schön geworden. Also habt ihr wirklich ganz toll gemacht. Und es ist eigentlich jetzt eigentlich alles möglich, weil es gibt keinen Platz, wo wir nicht hinkommen. Ja. Es sei denn, die Grenzen sind zu. Aber ansonsten kommen wir überall hin. It is so good to see you. Habt ihr wirklich super gemacht. Ganz also toll. Ist für uns die Frage, ist es noch ein Pkw oder sind wir schon im Lkw-Bereich? Bei 4,1 Tonnen seid ihr jetzt schon im Lkw-Bereich. Das Fahrzeug hat sehr viel Zuladung, über 800 Kilo. Und der Nachteil ist halt, dass man dann praktisch Sonder-Kfz-Wohnmobil im Lkw-Bereich schon ist. Aber großfamilientauglich ist es auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Könnt ihr alles mitnehmen, was das Herz begehrt. Habt ihr Kosmetiktasche, dann läuft's ja. Ja, du hast ja einen Wahnsinns-Slogan, never travel alone. Ja, das ist unsere Philosophie, weil wir reisen natürlich unglaublich gerne, aber bevor ich Alice kennengelernt habe, ging es mir oft so, dass ich an Plätzen stand, die so schön waren, aber ich war alleine, ich konnte es nie mit irgendjemandem teilen, sagen, ey, schau dir das an, wie schön das ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden nie wieder alleine reisen, und deswegen steht also eigentlich auch diese Produktion hinter dem Horizont eigentlich für das, dass wir gemeinsam eigentlich ein Erlebnis haben, alle zusammen. Und das ist halt eigentlich das, was hinter diesem Slogan steckt. Hardy, jetzt habe ich aber trotzdem eine Frage, ne? Für deine Fans, für unsere Freistaat TV Fans. Wann meinst du, gibt es denn da die ersten Dokumentationen von deinen Reisen? Also das hat natürlich jetzt einen Vorteil zu Corona-Zeiten, dass wir natürlich auch gerade mit den Möglichkeiten, die wir mit diesem Fahrzeug haben, dank euch natürlich überall hinkommen. Die Frage ist natürlich irgendwie, ob die Grenzen auf sind, ob wir überall jetzt hinkommen, wo wir hinwollen. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt. Also ich denke, die erste Folge, also der Pilot, wird wahrscheinlich im Januar dann fertig sein. Und er wird natürlich zuerst bei euch laufen, das ist ganz selbstverständlich. It is so good to see you. Ja, Hardy. Ich denke, was jetzt noch für unsere Freistaat TV-Fans interessant ist, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben? Oh ja, das werde ich nie vergessen. Ich hatte eine Panne, einen Unfall. Ich hatte damals einen T5 zerlegt, glaube ich. Ne? Ja, ja, da bin ich in ein Stauende reingefahren und habe dann im Rückspiegel schon gesehen, dass der LKW kommt und der
einfach nicht bremsen will. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt langsam, ein bisschen knapp, das wird sehr knapp, das wird verdammt knapp. Und dann habe ich gedacht, ich muss rausschießen. Ja, und dann bin ich natürlich links rausgezogen und da kam hinten noch einer angeflogen und ist mir dann reingefahren und ich habe das dann ziemlich verbeult zu dir gebracht irgendwie und du hast mir dann gleich irgendwie ein Ersatzfahrzeug hingestellt und ich durfte dann weiterfahren, weil das Problem war, ich war auf Theatertournee. Das heißt, ich hatte am Abend ja noch eine Vorstellung. Ich hatte den ganzen Saal voll, also 1200 Zuschauer, die auf mich gewartet hätten und ich wäre dann sonst nicht hingekommen, aber dank dir, der Retter in der Not, hat dann nicht die Zuschauer im Theater dann gerettet, sondern natürlich irgendwie mich dann auf der Tour dann irgendwie noch weiter mobil gemacht, was natürlich wirklich die Rettung war. Also vielen Dank da nochmal. Ja, ich muss natürlich dazu sagen, du warst ganz schön gestresst. Gott sei Dank ist dir damals nichts passiert. Aber der Unfall war eigentlich vor der Ausfahrt zu Zimmus, deswegen mussten die sich nicht zu uns bringen. Aber war ein super nettes, sympathisches Gespräch damals. Ja. Das war auch schon 7 Jahre, wie du gesagt hast, her. Ja. Und da hast dich dann langsam wieder... Es gibt keine Zufälle. Ne? Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Davon ist alles Schicksal im Leben. Schon, ne? Und sind wir immer in Kontakt geblieben. Ja, und das ist natürlich irgendwie auch, also das, was ich auch hier macht und diese Begeisterung, also gerade jetzt auch in dieser Zeit eigentlich für Camping, für Caravanning, ist natürlich einfach eigentlich, das Herz schlägt hier bei euch irgendwo, weil so viele Fahrzeuge gibt es, glaube ich, nirgendwo in Europa und das ist für mich wie so ein kleines Spiel, so ein Spielplatz. Guck mal da, oh, hast du das schon gesehen und so. Das ist natürlich so. Und du darfst hier arbeiten, das ist natürlich großartig. Wir nehmen heute nur eins mit. Ja. Aber ich freue mich unglaublich, dass wir jetzt diese Produktion machen können, dass wir losstarten können und danke euch auch nochmal, habt ihr echt super gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass das so geil aussieht, also wirklich. Und in so kurzer Zeit, wirklich Wahnsinn. Danke. Ja, schnell sind wir. Ja, das stimmt, genau. Also egal von wo, die Reise lohnt sich hierher, das passt schon. Das wird super. Das Campingherz schlägt in Sülzmus. Toi, toi, toi. Ganz viel Spaß. Ich danke euch. Tolle Bilder. Vielen Dank fürs Kommen, Alice. Danke. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vielen Dank, Hadi. Wir danken Tolle euch. Bilder. Wir danken euch. Wir sind wirklich unglaublich glücklich. Dankeschön. Liebe Freistadt-TV-Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Liebscher. Und Markus Freunde, Familie Krüger. Tschüss. Tschüss. We do this every day. And I'm still so amazed by you.